Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Tasting-Video auf meinem Kanal. Ich bin euer The Violet und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, heute habe ich mal wieder was ganz Neues auf dem Tisch und zwar einen Wolfburn. Genau genommen den Wolfburn Aurora. Schönes Wort. Genau, der Wolfburn Aurora. Ich spreche es jetzt einfach mal so aus. Das ist ein Whisky von einer relativ jungen Brennerei, beziehungsweise von einer eigentlich doch schon sehr jungen Brennerei, nicht nur relativ, neu gegründet, ich glaube 2011 und produziert seit 2013 Whiskys. Ganz kurz zur Geschichte, Wolfburn gibt es eigentlich schon seit 1821. Hat eine ganze Weile produziert, so bis ungefähr in die 1850er Jahre. Und dann ist irgendwas passiert. Dann gab es sie nicht mehr. Dann wurde die auf alten Karten auch als Ruine ausgewiesen. Und hat eine ganze Weile nicht produziert, obwohl die vorher recht erfolgreich gewesen sind. Die haben eine ganze Menge produziert und der damalige Besitzer hat auch eine ganze Menge investiert dort. Ja, war dann halt lange aus dem Geschäft und jetzt ist in der Nähe zu der alten Brennerei eine neue Brennerei gebaut worden. Also Wolfburn liegt ungefähr, also die neue Brennerei liegt ungefähr ein paar Minuten Fußweg zu den Ruinen der alten Brennerei entfernt und ja, produzieren jetzt wieder neuen Whisky, was ich sehr cool finde. Die Brennerei an sich finde ich generell ziemlich cool, so grundsätzlich so von dem ganzen ringsrum. Einmal ist Wolfburn die nördlichste auf dem schottischen Festland gelegene Destille. Also wenn man jetzt die ganzen Inseln oben drumherum jetzt mal ausblendet, was da noch drauf ist, auf dem großen Festland ist das die nördlichste Brennerei. Wolfburn produziert übrigens auch so gut wie alles per Hand. Also alles, was so geht, wird per Hand gemacht. Die füllen sogar selber ab. Ne? Also da wird in der Produktion hinten stehen halt die Leute, füllen ab, die bekleben die Flaschen per Hand, die packen per Hand ein. Es wird auch alles noch per Hand gemacht in dem ganzen Prozess. Und der einzige Computer in der ganzen Produktion, den es da gibt, der hängt an den Mächtern und regelt dort die Temperatur. Alles andere ist Handarbeit und absolut analog. Finde ich großartig, finde ich sehr, sehr cool. Ja, Wolfburn, warum heißt es Ding Wolfburn? Wolfburn heißt der Bach, aus dem das Wasser kommt. Ich glaube, viel besser kann man das Wort Bach auch gar nicht betonen. Auf jeden Fall, das Wasser kommt aus dem Bach Wolfburn. Und die Stadt in der Nähe, nur so als kleinen Fact, also da, wo auch die Adresse hin verweist, ist Torso. Ja, das muss ich mal nachgucken, nicht, dass ich das irgendwie falsch ausspreche. Und Torso heißt so viel wie Torsstadt, also Torstown, Torsstadt. Ja, einfach mal so. Die Whiskys sind relativ jung, also momentan noch ohne Altersangabe. Der Aurora hat auch keine Altersangabe, ist aber 3 Jahre alt, soweit ich weiß. Genau, 3 Jahre alt. Nicht gefärbt, nicht gefiltert. Wie gesagt, alles per Hand gemacht. Und das ist jetzt wieder mal ein kleines Sample. Die Flaschen, die sind eigentlich so durchsichtig, haben so eine schöne eigentümliche Form. Und ja, die Tubes, die sind in so einem schönen, schlichten Grau mit diesem Wolf. Und der Wolf ist auch das Markenzeichen von Wolfburn. Und der Wolf ist genau genommen der Seewolf. Gemalt wurde die Abbildung, die halt als Logo nehmen, als ja, Erkennungszeichen nehmen, bereits im 16. Jahrhundert, ist also schon uralt. Damals gab es ja noch wahnsinnig viele Wölfe in der Region. Und der Seewolf, da gibt es auch eine kleine Legende, und zwar jeder, der diesen Seewolf sieht, soll Glück haben. Also der Seewolf bringt demjenigen, der ihn entdeckt, Glück. Finde ich eigentlich ganz hübsch und ich mag ja auch so diese mittelalterlichen Zeichnungen. Generell habe ich ja so ein Mittelalter-Fable. Ja, sehr cool. Und auch diese kleine Testflasche, dieses kleine Sample, was man hier hat, ist auch echt schön gemacht in so einem Grau ringsrum. Also das ist so ein mattes Glas, sieht fast aus wie aus Stein. Und ja, sehr, sehr cool, auch schön drauf gedruckt.
Ja, das Auge trinkt mit. Gut, dann würde ich sagen, probieren wir auch schon. Der hat 46%. Nicht gefärbt, nicht gefiltert, um es nochmal zu wiederholen. Größtenteils per Hand hergestellt und mittlerweile aus 50% Bourbonfässern, Ex-Bourbonfässern und 50% Oloroso Sherry. Ja, mittlerweile konnten die auch ihr Lager schon ausbauen, ihre Fässer auch schon ein bisschen anhäufen. Daher jetzt auch diese Halb-Halb-Verteilung. Vorher war das mal ein bisschen anders. Da waren es, glaube ich, 20 oder 30% Oloroso Sherry und der Rest Bourbon. Ja, mittlerweile muss ich auch sagen, ich glaube, die Plan ist in die Zukunft seit 2020, 21, auf jeden Fall nicht lange her. Plant jetzt auch ein neues großes Lagerhaus für ältere Abfüllungen, also bisher alles ohne Altersangabe. Und ja, schauen wir mal, was die jetzt produzieren, die Leute von Wolfburn. Farbe ist relativ hell. Wie gesagt, nicht gefärbt. Was will man auch erwarten von einem Dreijährigen? Also hier hat man jetzt nicht irgend so einen dunklen Bernstein oder irgend so ein teerartiges Zeug drin. Relativ hell. Sieht aber trotzdem schön aus. Also man hat trotzdem eine schöne, ja, so eine schöne Stroh-goldgelbe helle Farbe. Was hier aus dem Glas kommt. Ja. Süß. Malzig. Vom Alkohol muss man sagen, hat man gar nicht so viel, 46%. Man merkt es, aber es ist schön eingebunden. Da sticht nichts, da ist nichts unangenehm. Großartig. Ansonsten Früchte, grüne Noten, florale Noten. Also, ich habe jetzt zum Beispiel so frisch geschnittenes Gras ist hier drin. Dann so eine frische Herbstnote ist drin, also sowas wie, ja, wenn man so ein bisschen Laub hat, was runterfällt, so ein nasses, frisches Laub im Herbst, die Sonne scheint noch so ein bisschen drauf, so ein frischer Wind weht drüber. Eine Nussigkeit. So eine Mischung aus Haselnuss und Pekannuss, so ein bisschen, so wie das schmeckt, so riecht das. So eine Banane habe ich hier. Oh ja, definitiv eine Banane. Hier ist auch was Tropisches drin. Banane und Ananas. Ja, Banane und Ananas. Eine leichte Toffee-Note. Es ist unheimlich viel drin. Also für einen Dreijährigen alle Achtung. Ich meine, man muss natürlich auch gucken, wie geht man jetzt hier ran. Ne? Einige sagen ja so Dreijähriger, nee, was soll's, nee, da kann ja nicht viel drin sein. Man muss aber auch gucken, was kann man in einen Dreijährigen alles überhaupt reinbringen? Und die bringen eine ganze Menge rein. Dass es jetzt kein 18-Jähriger oder 25-Jähriger ist, ist auch klar. Aber die bringen hier wirklich eine ganze Menge in 3 Jahre Whisky. Also gefällt mir wirklich gut. Ist süß, ist fruchtig, das ist so ein bisschen cremig. Recht frisch. Und je mehr man dran riecht, desto mehr kommt auch so diese Cremigkeit raus. Also so diese Banane, Ananas, diese Herbstnoten, so diese Nussigkeit. Ja, super. Gefällt mir wirklich, wirklich gut. Also dann probieren wir mal. Cheers. Also hier definitiv die 46%. Was mir sofort auffällt, die stören überhaupt nicht. Also hier ist nichts Alkoholisches drin, das sticht nicht, das ist nicht kühl, da ist jetzt. Also der Alkohol ist wahnsinnig gut eingebunden, das muss man überhaupt erstmal hinbekommen bei einem Dreijährigen, dass der wirklich so gut rüberkommt. Ansonsten habe ich hier die Fruchtigkeit drin. Die Banane ist mitgekommen, also ich habe definitiv eine Banane. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal irgendwo gehört oder gelesen habe. Aber die Banane, die hatte ich in der Nase und jetzt habe ich auch im Mund. Banana. Banana.
Ansonsten noch diese Fruchtigkeit. Hast so eine leichte, so eine Karamellnote schwingt hier mit. Genau, was Florales, also so schöne, eine schöne, nasse, grüne, saftige Wiese. Der Abgang ist schön warm, er ist schön süß, er ist weich, er ist so ein bisschen cremig. Und der Alkohol kommt super rüber. Also 46% stehen dem wirklich unheimlich gut. Da ist Druck auf der Zunge da, es kribbelt so ein bisschen, aber es stört nicht, es stört überhaupt nicht. Also Wahnsinn. Für einen Dreijährigen, ich bin begeistert und werde auch bestimmt die anderen nochmal probieren. Habe auch so eine leichte Öligkeit. Also da ist schon so ein bisschen ölig. Ich muss sagen, auf dem zweiten Schluck baut der sogar noch aus. Also bei dem zweiten Schluck wird es nochmal so ein bisschen vollmundiger, baut sich halt viel mehr an den ganzen Aromen aus, die da sind. Es ist auch jetzt beim zweiten Mal so eine leichte Würzigkeit da. Und hier kommt jetzt, also eine Eiche ist ganz dezent da, also wirklich super dezent. Die Eiche ist da, aber nur so, man kriegt mit, dass sie da ist, ohne dass man sie wirklich merkt. Also so, ganz unterschwellig. Eine leichte Würzigkeit ist jetzt da. Vielleicht so eine, sagen, so eine leichte Muskatnuss habe ich hier noch mit drin. Und eben die Banane. So Banane, Ananas, so Ananas auch da, aber die Banane dominiert bei mir. Keine Ahnung. Wenn ihr den kennt, habt ihr die auch. Beziehungsweise, wenn ihr den nochmal trinkt, wenn ihr den schon kennt, achtet mal drauf, findet ihr da auch eine Banane oder eine Ananas oder irgendwas Tropisches? Nee, gefällt mir super gut. Ist mir unheimlich sympathisch, diese Brennerei. Finde ich absolut klasse, ja. Nun könnte man natürlich sagen, so ein Wolfburn, ist es der Preis überhaupt wert? Also für einen Dreijährigen. Ne? Es gibt ja immer so diese. Viele Leute halten sich ja dran, je älter, desto besser. Ja, da habe ich auch so eine ganz eigene Meinung. Nicht immer nur das Alter macht einen Whisky gut. Einige sagen, okay, gehe ich mit, aber ein Dreijähriger, was soll da bei einem Dreijährigen eigentlich da sein? Was soll da kommen? Ich gehe dann aber so ran, was kann man mit einem Dreijährigen eigentlich alles machen? Und hier wird gezeigt, was man damit überhaupt machen kann, dass der Alkohol halt nicht stört, dass der nicht kratzt, beißt oder sonst irgendwas, wie dass der schön eingebunden ist, dass der Whisky mit 3 Jahren schon schön rund ist, dass man eine Fruchtigkeit drin hat. Gefällt mir unheimlich gut, vor allem, dass die jetzt auch das Fassverhältnis ein bisschen geändert haben, hat ihm bestimmt ganz gut getan. Halt mehr Sherryfässer drin. Also mir gefällt er wirklich, wirklich sehr gut. Auch der Gedanke mit der ganzen Handarbeit, die da drin steckt, mit dem ganzen Können. Ich meine, so lange produziert die ja noch gar nicht. Ne? Was können die da eigentlich an Erfahrung schon gesammelt haben selber? Die haben vielleicht erfahrene Leute dabei, aber was haben die in der Brennerei selber schon an Erfahrung? Dafür ist es wirklich ein echt guter Whisky. Preis-Leistungs-Verhältnis ist auch top. Man muss auch sehen, die jungen Brennereien, die müssen sich ja auch erstmal finanzieren. Ich meine, die werden aufgebaut, ne, dann produzieren die. Ein Whisky muss ja mindestens 3 Jahre erstmal lagern. Das heißt, die produzieren, haben 3 Jahre erstmal mehr oder weniger Leerlauf, wo nichts kommt. Und dann fangen die an zu verkaufen. Dann müssen die auch verkaufen. Dann versuchen die Geld zu kriegen und Geld zu sammeln, um sich weiter auszubauen, um neue Lagerhäuser zu bauen, um neue Fässer zu kaufen, um auch länger zu lagern. Und das muss erstmal alles finanziert werden. Und dann gebe ich dafür, ehrlich gesagt, auch gerne so ein paar Euro mehr aus, wenn ich merke, da ist Potenzial da, der gefällt mir, der Charakter ist schon spürbar, da ist auch das Ganze drumherum, auch mit diesem Wolf, also schon alleine so das Ganze ringsrum um den Whisky, spricht mich jetzt persönlich sehr an. Ja, die haben auch leicht rauchige und ja, mir gefällt er gut. Heute relativ kurz. Eigentlich ist jetzt alles schon gesagt, was ich dazu sagen wollte, was ich dazu sagen kann. Top Whisky, Top Preis-Leistungs-Verhältnis von mir. 2 Daumen nach oben. Wenn ihr den kennt, würde ich mich über Kommentare freuen. Was denkt ihr drüber? Wie findet ihr den oder die anderen Abfüllungen? Könnt ihr dazu irgendwas sagen? Mich würde es sehr interessieren. Ansonsten freue ich mich über jeden Daumen nach oben, über jeden neuen Follower. Falls ihr mir noch nicht folgt, dann gerne ein Abo dalassen. Und ja,
Bis dahin verbleibe ich bis zum nächsten Video in einer Woche mit einem schmecken lassen und ich freue mich auf euch. Yeah.